Hallo meine Lieben, ich wollte euch ein kurzes Lebenszeichen von uns geben. Wir sind in Ungarn. Ich bin gerade mit Smurfy, Etty, wir nennen ihn immer Etty, spazieren. Und ich hatte mich jetzt längere Zeit hier nicht auf diesem Kanal gemeldet, einfach weil ich ein bisschen Zeit für mich brauchte oder wir für uns als Familie. Es hat sich einiges ereignet in der letzten Woche. Und ich wollte euch ein bisschen davon erzählen. Ja, also erstmal sind wir im Urlaub gefahren. Dementsprechend mussten wir sehr viel vorbereiten, arbeiten. Auch ich im Nagelstudio. Das hatte sich alles gestaut, die ganzen Termine. Die Kundinnen wollten alle noch mal kurz vor meinem Urlaub die Nägel frisch haben, verständlicherweise. Ja, und so habe ich halt sehr viel gearbeitet. Und ja, der Haushalt und Packen und sowas alles. Ja, und die Aufregung auf den Urlaub. Ich habe ja bis zum Schluss quasi, also bis so 2 Tage vorm Urlaub, habe ich nicht daran gedacht, dass wir wirklich fahren. Ich dachte, die machen die Grenzen wieder dicht und das wird nichts, dass wir wieder in Deutschland festsitzen. Aber wir sind tatsächlich in Ungarn. Und Smurfy hat die erste lange Fahrt super gemeistert. Also es hat er so toll gemacht, hätte ich nie gedacht, weil der mag ja Autofahren gar nicht. Ey, nicht da. Oh, der mag das hier voll, das riecht alles so gut. Komm, Smurfy. Ja, er mag Autofahren gar nicht, aber der hat echt, wir sind 15 Stunden waren wir unterwegs mit großen Pausen. Wir haben in Passau, sind wir eine Riesenrunde im Wald gelaufen und so. Der hat fast nur geschlafen. Also den hat man gar nicht gemerkt. Wir hatten schon Angst, dass er so fiebt und bellt die halbe Fahrt oder so, weil er nicht mehr will, aber hat er super gemacht. Und dementsprechend laufe ich heute viel mit ihm, dass er ja, Bewegung bekommt. Komm, Smurfy! Hier sind nur überall so Elektrozäune. Muss ich mal aufpassen. Ja, des Weiteren hat sich noch was ereignet. Wir werden Ende des Jahres umziehen. Freudige Nachrichten. Ich freue mich mega darüber. Viele von euch wissen, was bei uns so los ist. Ich will jetzt nicht nochmal genauer darauf eingehen, aber wir haben einfach keine Lust mehr. Und ich freue mich, dass wir ein Objekt gefunden haben, was zu uns passt. Wir haben dann sehr viel mehr Platz, 140 Quadratmeter plus Dachboden. Und ich freue mich riesig, dass so zu renovieren, also nicht ich alle alleine, aber halt so das einzurichten und so viel Platz zu haben. Also wir haben ja jetzt nur 75 Quadratmeter, eine Wohnung, 3,5 Zimmer und dann halt so viel Platz zu haben. Und wenn das Baby ist auch mit im Urlaub, 15. Woche, wenn das Baby dann da ist, dann ist alles fertig und boah, da freue ich mich so riesig drauf. Also wir haben so viel geplant die letzte Woche. Das war irgendwie alles so ein bisschen, ja, spontan kann man nicht sagen. Wir haben ja immer überlegt und gesucht, das wisst ihr ja. Aber ja, jetzt haben wir tatsächlich was gefunden. Und ich freue mich so sehr. Wir werden das noch vor Weihnachten und vor Silvester und vor der Geburt und alles hinkriegen, dass wir ja ganz entspannt sein können. Oh Gott, jetzt ist hier gerade, ja, warte mal, Smurfy, komm mal hier. Ich habe nämlich hier nur so Latschen an. Meine Gummistiefel sind noch am Haus. Komm mal hier. Smurfy, komm. Komm, hier ist ein bisschen trockener. Gehen wir hier lang. Super. Ja, wir lassen ja immer hier viel bei uns am Haus schon in Ungarn. Sowas wie Gummistiefel, Handtücher, dass wir das nicht für jeden Urlaub wieder mitschleppen müssen. Ja. Und Bernd hat heute Morgen schon einen Teil geholt, der war auch im Haus hier in Ungarn, unser Haus, und das ist auch weitergegangen ein bisschen. Es tut sich was, er sagte, boah, das ist ja viel weiter, als er gedacht hätte. Ich war noch nicht mit, ich habe erstmal ausgepackt und Frühstück gemacht. Er war auch nur kurz drin, aber er sagt, das sieht schon super aus. Ja, so sieht das aus. Wir werden jetzt hier erstmal hardcore entspannen in Ungarn, weil, also auch, ich habe ja wenig gearbeitet zur Corona-Zeit. Ich muss eben irgendwie hier die Hand wechseln, wartet mal. So,
Ich habe ja sehr wenig gearbeitet zur Corona-Zeit. Ein Teil hatte ich komplett zu. Und danach sind mir sehr viele Kunden abhanden gekommen, sodass ich sehr wenig nur noch gearbeitet habe. Aber dennoch, also ich hatte Zeit, mich auszuruhen und so. Aber es war dennoch eine stressige Zeit, einfach seelisch und geistig, weil man jetzt nicht so wusste, wie geht's weiter und so. Und also einmal die Situation mit den Geschäften zur Corona-Zeit, dann in Ungarn ging es nicht weiter und dann die Fehlgeburt hatte ich Anfang des Jahres und es war einfach so viel und deswegen tut uns das jetzt richtig gut, hier so ein paar Wochen richtig abzuschalten. Ich werde auch nicht so viel filmen, ich werde euch natürlich ab und zu mitnehmen, aber ich filme das jetzt hier auch mit dem Handy einfach, weil es ja schneller geht. Ich möchte diesen Urlaub, das ist ja jetzt so der erste Urlaub seit Jahren, den wir dann so für uns genießen. Jetzt also nicht so viel filmen. Ich habe ja sonst wirklich jeden Tag die Kamera mitgenommen und Laptop und abends die Speicherkarte und ach was weiß ich alles. Und das mache ich diesen Urlaub nicht. Das wird ja auch unser wahrscheinlich letzter Urlaub zu viert. Also Smurfy zähle ich jetzt mal als vierte Person dazu. Weil nächsten Urlaub wird wahrscheinlich ja dann schon das Baby dabei sein. Und das wird auch noch eine anstrengende Zeit, genauso wie das Renovieren. Und deswegen, boah, diese Wochen jetzt hier in Ungarn, die werden uns so gut tun. Wir werden schön Kraft schöpfen. Wir haben uns nicht so viel vorgenommen. Na klar, werden wir ein paar Märkte besuchen oder auch mal zum Balaton fahren. Da ist ja so ein Hundestrand, den möchten wir unbedingt besuchen. Und so ein Schwimmbad ist hier in der Nähe, da möchten wir hin und sowas. Aber wir müssen keine Fliesen aussuchen oder so in diesem Urlaub. Das haben wir alles schon erledigt im letzten Aufenthalt hier in Ungarn. Ja, wir können einfach entspannen. Das finde ich richtig mega. Bernd macht jetzt, der ist gerade mit Calvino den Großeinkauf machen. Das ist mir ein Vieh an mich dran geflogen. die sind den Großeinkauf machen. Und also die müssen halt zu mehreren Geschäften. Die wollen sich eine Dartscheibe und sowas holen, alles hier. Weil die beiden darten immer gerne zusammen. Ja, dass das dann auch hier bleiben kann. Wollten die nach Decathlon und sowas alles. Und danach werden wir die nächsten Wochen nur noch hier. Geh, Smurfy, nicht. Nicht die Kacke hier fressen. Werden wir nur noch hier auf dem Land einkaufen. Und ich sag euch, das ist so eine himmlische Ruhe hier. Schaut mal. Okay, das ist jetzt. Genau jetzt fliegt natürlich ein Flugzeug hier drüber. Aber normalerweise hört man hier nichts, außer die Grillen zirpen, die Vöglein, wie die singen. Smurfy, wie er bellt. Es ist so ruhig hier. Also hier kann man richtig, richtig abschalten. Leute, wenn ihr kurz vorm Burnout seid und abschalten müsst, fahrt nach Ungarn aufs Land. Ich meine, es gibt bestimmt auch woanders schöne Plätze auf dem Land. Aber hier kannst du richtig die Seele baumeln lassen. Wir waren ja auch in Passau, habe ich ja gerade schon erzählt, dass wir spazieren gegangen sind. Oh, der Himmel sieht da jetzt ein bisschen grau aus. Und da war auch so, boah, das war so schön, da war so ein schöner Wald mit einem Fluss und so einem Mini-Mini-Wasserfall. Also das Wasser plätscherte halt so, während wir da spazieren gegangen sind. Und das war so herrlich. Da habe ich direkt mir den Standort markiert, oder wie das heißt, mit dem Handy, dass wir da immer wieder hingehen können, weil das so toll ist. Schaut mal. Kühe. Seht ihr die? Ich weiß nicht, aber es ist so toll. Hier sind überall Kühe immer. So, die kommen auch richtig nah teilweise. Und ich liebe ja Kühe. Die haben so schöne Augen, so treue Augen. Und so eine schöne Nase. So groß. Und wir sind sogar schon mal hier an so einer Weide mit Kühen vorbeigefahren. Und dann hat eine Kuh ihr Kalb bekommen. Das ist einfach so plöpp. Im Vorbeifahren hat sie es bekommen. Das war so unfassbar. Boah, schön. Ja, gut, ich wollte euch halt ein Lebenszeichen von uns geben, hier aus Ungarn. Wisst ihr jetzt Bescheid, es geht uns gut. Es kommen nicht so viele Videos die nächsten Tage oder Wochen.
Einfach weil wir Zeit für uns genießen. Nein, du kannst ja nicht drauf, Smurfy. Komm. Und ja. Schaltet alle mal ab. Atmet tief durch. Kommt zur Besinnung. So, in Deutschland ist man immer so in diesem Hamsterrad drin. Arbeiten, arbeiten. Machen, machen. Einfach mal abschalten. Das empfehle ich euch. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich bin auf dem Rückweg jetzt, weil der Himmel so... Ich weiß nicht, wie es auf der Kamera rüberkommt, aber in echt ist er halt so voll gewittermäßig, als ob es gleich hier abgeht. Und ich fühle mich auf dem Rückweg. Und hier, ich habe euch doch die Matsche gerade gezeigt. Ich habe doch nur die Latschen hier an. Warte mal, Smurfy. Ach, guckt euch mal meine Füße an. Ich bin voll ausgerutscht. Ich habe mir fast den Arsch gebrochen. Und habe mich kaputt gelacht dabei, weil ich so, kennt ihr Kevin allein in New York oder zu Hause, weiß ich nicht, wo der eine so auf rutschigem Boden ist und so, so hin und her rutscht. So ungefähr habe ich in der Matsche gemacht, um nicht hinzufallen. Glück gehabt, ist gut gegangen, sonst hättet ihr mich jetzt noch lustiger gesehen, ganz voller Matsche. Das ist bestimmt voll die Moorpackung für die Füße. Das tut den Füßen gut, dann mache ich das immer. Ja, gut, wollte ich euch nur mitteilen, dass ich hier ausgerutscht bin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.